Ah, so, jetzt könnt ihr mich schon mal hören. Ne? Hören funktioniert schon mal. Ha, und jetzt könnt ihr mich auch sehen. Hallo, ihr Lieben. Marie ist zum ersten Mal da und sagt, ich sehe noch nichts, außer gleich geht's los. Ist das bei euch auch so? Ja, das ist bei allen so. Wenn ihr gleich geht's los seht, dann habt ihr das Bild, was hier das Startbild ist. Genau, und dann geht's auch gleich los. Hallo, 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 ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Lucy, geh mal. Ich dachte, ach. Ja, es ist, es ist Freitag, es ist 19 Uhr und ich bin da. Hallo, ihr Lieben. Wir sind heute bei Frag die Silvi. Und das heißt, ihr stellt mir eure Strick- und Häkelfragen oder eure Nähfragen und ich werde die lösen und eure Probleme lösen und ja, zusehen, dass ich diese Sachen halt euch auch beantworte und eure Fragen an dieser Stelle beantworten kann und eben auch Sachen zeigen kann. Die einzigen Fragen, die ich nicht beantworte, sind Fragen zu Werner. Und das mögt ihr bitte verstehen. Lucy, geh mal, Hobby. Geh mal los. Geh mal auf deinen Platz, Lucy. Los, hey. Ach, schnell, eine Sekunde, ich bin gleich wieder bei euch. Hier ist gerade ein bisschen... ich zeige euch auch gleich, warum das so ist. Aber jetzt an dieser Stelle noch nicht. Das seht ihr später. So. So, da ist sie wieder. Ja. Ja. Hallo, liebe Jess. Hallo, 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 ihr Lieben. Hallo. Ich finde es schön, euch zu sehen. Martina sagt, das kann ich sowas von verstehen. Ja, also die, das mit Werner geht mir immer noch sehr, 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 sehr nah. Und es tut halt einfach wahnsinnig weh. Und deswegen kann ich da im Augenblick noch nicht drüber sprechen. So, Silvi Waligorski hat eine Frage. Wenn ich einen Kragen anstricken möchte, nehme ich die Maschen von innen oder von außen auf? Du hast ja in der Regel nur eine Kante. Du nimmst natürlich immer so auf, also von außen, weil sonst siehst du ja die Naht, die klappt ja nach innen. Ne, wenn du von innen aufnehmen würdest und du den Kragen jetzt nicht umschlägst, als Rollkragen zum Beispiel, dann würdest du ja außen die Aufnahmekante sehen. So. Jolanda ist da, auch nicht da. Ja, Martina, ich habe es gelesen, es tut mir super leid, ne? Dani muss gleich zum Nachtdienst. Liebe Dani, ich wünsche dir alles, alles Gute mit dem Nachtdienst. Ich zeige euch mal, warum ich hier immer so ein bisschen auf den Boden blicke. Komm mal her. Komm mal her, Schatz. Ich zeige euch etwas. Kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Ihr wisst ja, ich habe ja noch Lucy da, den Hund von meiner Mama. Die natürlich, die das halt auch ganz schön mitgenommen hat, dass sie jetzt nur noch alleine ist. Ja, und die macht hier zwischendurch gerade ein bisschen Kokolores. Lucy. Und die ist gerade so ein bisschen, die ist gerade ein bisschen zickig. Warum bist du denn so zickig? Lass sie mal spielen. Hier, nimm mal den Ruf und geh mal hier hoch. So, und du kommst mal jetzt hierher. Das hier ist der Grund, warum ich gerade so ein bisschen häufiger auf den Boden gucke. Ja, jetzt hast du Schluck auf, ne? Das hast du davon. War nicht geplant. Werbekennzeichnung kann ich ausmachen. Oh, was hast du, Schatzel? Ich lasse dich gleich wieder runter.
Das war nicht geplant. Das hat sich so ergeben. Warum? Das ist nicht Lucy, das ist Klaus Willi. Warum und wieso und weshalb sich das so ergeben hat? Und Klausi, lass mal die Lucy jetzt. Erzähle ich den Kanalmitgliedern in der Stunde danach. Das war jetzt auch gerade sehr, also es ist auch gerade sehr, sehr frisch und ist halt auch so eine kleine Odyssee, wie der kleine Mann hier zu uns gekommen ist. Und wie ihr seht, ist er ein bisschen aufgeweckt. Der hat, ach jetzt katscht er an seinem Hof. Ja, Klaus Willi. Ja. So, das, also wie gesagt, alle Sachen zu Klaus Willi erzähle ich euch in der Stunde danach. Also das ist dann sozusagen aktuell den Kanalmitgliedern vor. Behalten. Es ist auch für mich immer noch sehr, sehr anstrengend und der kann und wird Werner niemals, ne, also er kann ihn nicht ersetzen und das soll er auch nicht. Der ist halt hier in unser Leben gestolpert, ungeplanterweise. Und jetzt ist er da und er lenkt mich halt auch ganz gut ab zwischendurch. So, jetzt aber weiter zu euren Fragen. Jess, beim Stricken eines Tops könnte ich da mit einem Gartertape arbeiten als Bündchen und dann die Maschen für das Vorder- und Rückenteil aufnehmen und um das ganze Top-Down zu arbeiten zu können. Das kannst du. Du kannst ja dieses Gartertape auch breiter machen, ne? Also du musst das ja jetzt nicht nur 2 oder 3 Maschen breit machen, dieses Gartertape, sondern du kannst das halt auch deutlich, deutlich breiter machen. Also so, du kannst das auch 10 Maschen breit machen. Du musst nur aufpassen, dass du es am Ende nicht zu breit machst, ne? Sonst klappt das um. So. Lia sagt, den hat Werner in euer Leben geschubst. Das hat er auch. Und deswegen vermeide ich jetzt noch, das zu erzählen, weil sonst fange ich direkt wieder an zu heulen. Das ist nämlich eine ziemlich emotionale Geschichte. Also von daher, ja. Er ist jetzt gerade beschäftigt, der Kleine. Lucy ist, kommt, also Lucy mag ihn auch super gerne. Das Einzige ist, dass Lucy natürlich so ein bisschen futterneidisch ist und er ja gerne da mit ihr auch noch am gleichen Horn nagt. Das lässt sie manchmal zu und manchmal eben auch nicht. Aber sie liegen jetzt in trauter Einigkeit nebeneinander. Ich glaube, ich lege mal kurz ein Kissen daneben. Dazwischen. Damit, Schatzi. Du lässt mal die Lucy alleine, ne? Ja, lass mal hier die Lutz. Nee, das. Nee, Schatz. Hey, du kleiner Verrückter. Nein. Das ist ein Kissen. Das bleibt jetzt hier, das Kissen. So, genau. So. Ja, er ist total hübsch. Er ist total hübsch und er ist total süß. Und, Schatzi, du sollst die Lucy in Ruhe lassen. Was guckst du mich jetzt so entrüstet an? Willst du herkommen? Dann komm her. Er tritt in große Fußstapfen. Das auf jeden Fall. Hey, du! Lass mal die Lucy! Die haut dir gleich ein paar von Latz. Naja, also ich muss jetzt so ein bisschen ein Auge drauf halten, ne? So. Nadine, ich stricke das erste Mal ein Shirt von unten nach oben. Bin mir unsicher. Ey! Ja, siehst du, du musst aufpassen. Du lässt jetzt mal die Lucy in Ruhe, sonst packen wir die Lucy in die Küche. Weißt du was? Wir machen mal was anderes. Wir packen mal die Lucy in die Küche. Ja. Das, ja. Lucy, komm mal mit. Komm mal mit, Pritti, komm. Komm mal mit. Ja. Komm mit, Lutz. Komm. Ja. Geh mal ein bisschen in die Küche. Na komm. Hier, Frau Bielein. Damit der dich in Ruhe lässt. Frauchen holt dich dann wieder, okay? Ja, ich mache nur hier die Tür zu. Ja, du kleiner Rabauke.
muss die Lucy schon in Ruhe. Jetzt ist er natürlich wach, ne? Der ist immer ein bisschen nachtaktiv, der schläft den Tag über. Und abends wird er dann wach und mobil. So, jetzt kann er toben. Jetzt kann ihn auch keiner mehr zwicken. So, also, Gewitter. Ja, Petra sagt, jedes Tier hat eine eigene Persönlichkeit und ist nie wie das Vorgehende. Natürlich, da ist ja auch eine andere Seele drin. Ich hatte schon einige Katzen, jedes anders, und das ist auch gut so. Ich hatte ja auch schon einige Hunde. Also, ne, ihr wisst ja, Georgie und Lotte, und vorher war Mary da. Genau, und insofern weiß ich das. Also, das sind die. Ich hatte halt einfach zu Werner eine besondere Beziehung. So, jetzt zu der Frage zu Nadi, bevor ich anfange zu heulen. Bin mir unsicher, wie hoch es sein sollte, bis ich mit der Rundpasse anfange. Bist du dir sicher, dass es eine Rundpasse ist? Weil eine Rundpasse nimmt, ne, immer in gleichen Abständen ab. Der Raglan nimmt nur an 4 Stellen ab. So, du musst das natürlich, wenn du das von unten nach oben strickst, strickst du das bis unter die Achseln. Und dann strickst du, du kannst das halt als Croppy machen, ne? Aber wenn du es anprobierst, muss das unten, wenn es hier unter den Achseln ist, hier, muss das unten dann so lang sein, wie du möchtest. Du bist ein kleinerer Bauke. Bleibst jetzt bei Frauchen. So, ja. Ja, und von hier bleiben wir auch weg. Hallo, liebe Sandra. Dagmar fragt, ob ich einen neuen Wuffi habe. Ja, das erzähle ich euch alles in der Stunde danach. Marion sagt, kenne ich irgendwo her, ja, Franz fährt nachts jetzt mit arbeiten, ihm gefällt es und ich weiß, er stellt keinen Blödsinn an. Genau, hier, ne? Monsieur ist ja auch noch ein bisschen, er ist ja auch taufrisch, ne? Ja, nun weiß er nicht, was du machen sollst, Monsieur, ne? Kommen wir jetzt runter? Ich leg dich jetzt wieder aufs Sofa, ja? Noch ein Kussi? Danke. Ja. Campingtrainer sagt, guten Abend aus dem bald neuen Wohnort. Mal schon mal Probe wohnen. Ja. So, was willst du jetzt bei mir bleiben? Na, er will bei mir bleiben. Okay. Die riesen Ohren. Werner hatte aber größere Radartüten, ne? Aber ja. Ja. So ist es. Weitere Fragen. Fragen. Immer her mit Fragen. Oh. Klaus Willi ist jetzt 14 Wochen alt. So. Na, was jetzt doch wieder? Na dann bitte. Hau rück. So. Muss sich jetzt alleine beschäftigen. Und die Lucy ist jetzt draußen. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt für ihn. Du sollst nicht hier die Sachen anknabbern. Hier ist dein Ball. Gucke. Guck, da ist der Ball. So. Dagmar sagt, ich finde es toll, dass du einen neuen hast. Ich habe nun 3. Der neue jüngste ist 6 Monate alt. Ja, das war gar nicht geplant. Also ich wollte mir eigentlich Zeit lassen, aber wie gesagt, das erzähle ich euch komplett in der Stunde danach. Ne? Da haben wir Zeit dafür und dann erzähle ich euch das in Ruhe, weil das ist halt auch eine ziemlich emotionale Geschichte, wie ich an den gekommen bin. Und ich will jetzt hier nicht den ganzen Livestream heulen. Ich hänge sowieso immer noch sehr hart an der Grenze zu, ich heule gleich los. Bis auf, wenn er Faxen macht. muss ich natürlich lachen, ne? Spielt er mit dem Ball. Und hüpft dem Ball hinterher, aber das ist auch gut so. Ja. Ja. Hallo, liebe Melanie. Guten Abend. Schön, dass du da bist. So, weiter. Fragen. Das mit der Länge von dem Shirt von unten nach oben haben wir geklärt. Ich bin ja gespannt, ob das wirklich eine Rundpasse ist oder ob das am Ende doch ein Raglan ist. Weil ich habe ja festgestellt, ne, so viel nur mal am Rande, während ich auf eure Fragen warte,
Da hat jemand neulich einen Raglan gepostet und schrieb, das ist die Rundpasse nach so und so. Und ich habe das dann korrigiert und habe gesagt, nee, das ist ein Raglan, das ist keine Rundpasse. Und dann sagte die, ja, aber die hat gesagt, die Anleitung heißt halt Rundpasse. Und ich so, ja, das ist aber schwierig. Wenn das eindeutigerweise ein Raglan ist und das falsch bezeichnet ist, weil dann natürlich Leute, für die das alles neu ist, überhaupt gar nicht wissen, dass sie das falsch bezeichnen. Das spielt mit dem Ball. Wir haben natürlich auch, Werner liebte Quietschebälle. Ich muss ihm mal kurz den Ball vorholen. Wir haben natürlich jede Menge Quietschebälle. Die hat er auch schon entdeckt. Aber das ist jetzt einer. Das ist jetzt einer, der quietscht nicht. Der hat sich gerade den unquietschigen rausgesucht. Hast du jetzt. Jetzt fliege ich gleich vom Stuhl. Das ist heute. Pleitenpech und Pannen, Leute. Silvi Weigorski sagt, ich liebe Raglan, stricke gerade einen mit einem tiefen V-Ausschnitt. Das ist auch toll. Camping Tina sagt übrigens bald nicht mehr Camping Tina, Campingplatz verkauft. Bis zur neuen Wohnung werden es 450 Kilometer. Das ist weit. Denise sagt, den Kall hatte ich auch gesehen, hat mich maximal verwirrt. Ja, genau das ist es und genau deswegen korrigiere ich dann immer das und poche so drauf. Poche so drauf. Daisy sagt, Gewitter in Berlin, das lenkt auch von der Suche nach der Löwin ab. Hier ist noch kein Gewitter. Also es ist gerade jetzt zum Abend hin wahnsinnig schwül geworden. Aber hier ist im Moment, also in Friedrichshain ist noch kein Gewitter. Conny sagt, ich bin ja jetzt in Rente und überlege, mir auch einen Hund zu holen. Bisher hatte ich nur Katzen und es ist doch sehr ruhig ohne Tier. Naja, also das Ding ist ja, also Hund und Katze sind ja schon deutlich unterschiedlich, ne? Die Katze versorgt sich im Zweifel selber, ne? Da machst du halt das Katzenklo sauber und dann musst du ihr natürlich fressen und trinken hinstellen. Danny, bitte grüß den Bernd und knuddel ihn ganz von mir, ganz lieb von mir. Also auf jeden Fall zu der Löwendiskussion sage ich gleich was. Du musst natürlich, den Hund musst du halt erziehen. Das musst du bei der Katze, der gewöhnt sich halt ein paar Sachen ab. Ansonsten kriegt die ihren Kratzbaum und kommt halt sonst relativ gut klar. Was hast du da schon wieder in der Schnauze? So. Und so ein Hund, ne? Falls du Kinder hast, ist so ein Hund Babyleid. Ja, also den musst du natürlich erziehen. Der Welpe, ne, der nimmt halt auch alles ins Maul und so weiter. Und ja, im September wird wieder live geknuddelt. Ja, Dani. Es sei denn, du holst einen Hund aus dem Tierheim, was ich natürlich auch immer sehr befürworte. Dann ist der ja schon groß und schon stubenrein, ne? So. Raglan machen wir übrigens im Herbst wieder, ne? Raglan ist im Herbst wieder dran. Ich erzähle dir gleich, wie du deine Stricklust wiederfindest, liebe Aune. Ja, Raglan ist im Herbst wieder dran. Also wer Raglan lernen möchte, ne, der sollte dann im Herbst in unserem Herbst-Knit-Along dabei sein. Zu dieser ominösen Löwin, die hier durch Berlin läuft, wo viele sagen, das ist ein Wildschwein. Also ich habe heute die Berichte gesehen und ich habe halt auch die Fotos gesehen und ihr wisst ja, ne, ab und zu helfe ich ja halt auch beim Tierarzt. Also das Ding hat lange Beine und ein Wildschwein hat nicht so lange Beine. Also das ist wohl eindeutig kein, das ist eindeutig, also soweit ich das gesehen habe und halt auch die Berichte gehört habe, ist es kein Wildschwein.
Sieht aber jetzt auch nicht ganz aus wie ein Löwe, könnte halt auch irgendeine andere Großkatze sein. Also aus irgendeinem Zoo fehlt sie definitiv nicht. Wird ja gerade spekuliert, dass die, ja, dass die vielleicht irgendjemand anderem gehört, der da eine Raubkatze hat. Wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wolkig fragt, ich brauchte ein Strick- oder Häkeltuch aus einem Strang Fingering. Hast du da eine Anleitung? Na klar, hier jede Menge im Kanal. Da kannst du nehmen das Easy Peasy Tuch oder du kannst nehmen den St. Patrick oder du kannst nehmen das Zackenfritze Tuch und so weiter und so weiter. Also, wie findet man seine Stricklust wieder? Brigitte sagt, oder es ist ein großer Hund. Das könnte durchaus, tatsächlich könnte das durchaus auch sein. Das würde ich sogar, ja, das könnte durchaus sein. Magic Cat sagt, jemand aus dem Zirkus meinte, es könnte ein Herdenschutzhund sein. Ja. Blubberdi-blub, in den Chats jetzt endlich mal fast pünktlich hergeschafft. Ja, schön, dass du da bist. Also, Andrea sagt, hab die gelbe Jacke gestrickt. Leider war sie am Ende doch zu weit. Ich habe sie jetzt meiner Freundin geschenkt. Kann mir jemand sagen, wie ich nochmal die ganzen Nachrichten vom Karl nachlesen kann? Na, hier einfach, du hast ja die ganzen Links in deiner Anleitung drin und dann dir einfach die Sachen angucken. Heike strickt gerade einen Hundepullover. Ja, das ist gut in Vorbereitung auf den Winter, ne? Also, wie kriege ich meine Stricklust wieder? Ich hatte ja tatsächlich auch so zwischendurch das Problem, dass ich einfach, ne, die Nadel nicht in die Hand nehmen konnte, weil das war halt alles viel zu sehr auch mit Werner verbunden. Und es ging einfach bei mir gar nicht. Ich habe jetzt wieder ein paar einzelne. Klausi! Ah, Sekunde. Hast du schon wieder ein Blütenblatt? Das wird's wohl nicht. Schatzi, nein! Hier, das kannst du nehmen. Da. Muss ihn mal ein bisschen ablenken. Ich habe dann zwischendurch immer was in die Hand genommen, eine Reihe gestrickt, kleine Sachen, kleine Sachen gemacht, kleine Sachen gehäkelt, ne? So kleine Sachen wie die die Lesezeichen. Genau, also so kleine Sachen, ne? So kleine Sachen, die schnelle Erfolge bringen, das ist super. Und dann kommt da halt auch wieder die Lust. Ich habe zum Beispiel so Windlichter gehäkelt, da kommt im nächsten Video. Das sind die Sachen, die es am Ende wiederbringen, die wieder die Freude bringen, weil man ja kleine Sachen hat, die einen dann erfreuen. So. Daisy sagt, wenn die Stricklust weg ist, einfach mal was ganz anderes machen. Häkeln, malen, schief singen, meine Muse fürs Dichten ist leider auch versiegt. Vielleicht findet sie mich mal wieder. Ja, sowas. So, was habt ihr, was hier? Marie sagt ein großes Kompliment an dich, Silvi. Ich liebe deine Modelle, habe heute auch gleich zwei Bücher von dir gekauft. Easy Sweater und das Crazy Easiness. Light Up Your Fire ist auf meiner Nadel. Ja, sehr schön. Ich liebe den auch, ne? Antje sagt, bin Strickanfängerin, habe bisher Amigurumi gehäkelt. Dann nimm dir, wenn du Strickanfängerin bist, ne, nimm dir was Einfaches, wo du halt auch abschalten kannst und wo du halt auch erstmal die Bewegung so hinkriegst. Ne, schnapp dir ein einfaches Tuch, sowas wie das Easy Peasy Tuch. Also Easy Peasy Tücher gibt es hier einige im Kanal. Da kann man schön abschalten bei und man strickt da einfache Sachen und meistens nur rechte Maschen. Aune sagt, seit über einem halben Jahr mache ich schon nichts mehr. Hatte Socken angefangen, aber die liegen jetzt halt noch da. Malen ist eine gute Idee. Ja, ich habe ja dann, ihr wisst, ne? Ich habe ja dann Tassen geplottet, ne? Ich habe ja, also die muss ich ja noch verlosen hier, unsere Tassen, die wir beim letzten Mal gemacht haben, ne? Die werden halt auch noch verlost. Das poste ich hier auch demnächst.
Also ja, solche Sachen, ne? Und da gibt es halt super viele Sachen, wo man sich austoben kann. Also das Plotten und das Tassenmachen hat mich wirklich, wirklich, wirklich gut gekickt. Ich habe übrigens auch eine Werner-Tasse gemacht. Die zeige ich euch mal. Moment, Moment. Ich habe mir eine Werner-Tasse gemacht. Mit dem Lightpad, ne? Wo ist es? Muss ich mal kurz Werbung anmachen. Die kann ich euch leider nicht holen, weil ich sie dann am Ende doch verschenkt habe. Hier, von Plotix gibt es ein super geniales Lightpad, kosten 30er. Super Sache, wirklich super Sache. Das habe ich genommen, mir Werner ausgedruckt und mit den Stiften und dem Lightpad durchgepaust. So, und dann muss ich euch das zeigen, wie die Werner-Tasse aussieht. Na, wo sind wir? Ich scrolle natürlich in die falsche Richtung. Das macht total viel Sinn, in die falsche Richtung zu scrollen. Hier. So, wo ist die Werner-Tasse? Also hier, das war meine Werner-Vorlage, ne? Die habe ich benutzt und die habe ich dann durchgepaust. Da gibt es halt auch demnächst ein kleines Video. So, warte. Da, und da kommt sie mit rosa Glitzer, die Werner-Tasse. So sieht die Werner-Tasse aus. Ist gut geworden, ne? Habe ich nur mit den Stiften durchgepaust und ist richtig gut geworden. Genau. Genau. Desi sagt, mein nächstes Projekt wird der Believe in Purple. Wollte. Jetzt ist es hochgesprungen. Wolle habe ich die gleiche noch bekommen wie im Buch. Das ist cool. Das ist dann cool. Dann sieht er auch. Also ich finde es aber auch immer spannend, wie die Dinger dann mit anderer Wolle aussehen. Ne? Conny sagt, ich stricke nur noch nach deinen Anleitungen. Die sind alle so gut erklärt. Ganz, ganz lieben Dank. Antje sagt, danke für den Tipp. Hab mit einem Schal angefangen. Das ist eine gute Idee. Niki fragt, wer quietscht denn da so süß im Hintergrund? Na, wo bist du, Schatzi? Was machst du? Das ist, wer da so süß im Hintergrund quietscht, ist hier Klaus Willi. Die Geschichte von Klaus Willi, der völlig ungeplant zu uns kam, erzähle ich euch in der Stunde danach. Das ist die Story für die Stunde danach, weil ich schicke schon mal raus voraus, wer von Hundewelpen getriggert wird und so. Und wer vom Heulen getriggert wird, der sollte, es ist sehr emotional, der sollte nicht reingucken. Jess sagt, hoffentlich bald mit dem Leaves of Hope von der langen Version fertig. Zwischendurch. Auch extreme Unlust nach dem Oberarm-OP. Ja, das kenne ich. Das kenne ich, das kenne ich. Ich habe übrigens mit dem Knitting-Belt, ne, es gibt ja diesen Knitting-Belt, mit dem habe ich so ein bisschen geübt, um euch das zu zeigen, um euch das zu zeigen, wie das funktioniert. Gerade wenn man irgendwie mit einem wie auch immer eingeschränkten Arm gehandicapt ist, da kann man nämlich auch einhändig stricken, wenn man das möchte. Michaela sagt, gibt es dein Buch Brioche stricken bald wieder? Das würde mir noch in meinen Büchern fehlen. Das weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, dass es das im Moment nicht gibt. Da müssen wir beim Verlag fragen. Hewische sagt, ich bin ja auch eine Vielstrickerin, doch Silvis Anleitungen sind neben allen anderen Dingen für mich immer ein Muss. Danke, meine Liebe. Jawohl. Sissy kommt gerade aus dem Krankenhaus, weil der Mann dort mit Wundrose liegt. Oh. Ich hoffe, es geht ihm schnell wieder besser. Es geht ihm schnell. Sissy, ich lenke dich in der Stunde danach ab. Das mache ich ja super gerne. Nadi fragt, kann man mit dem Knitting Belt auch in Runden stricken? Natürlich. Die Shetland-Leute stricken ja nur in Runden. Klar kannst du mit dem in Runden stricken. Du brauchst ja sowieso
die sogenannten DPNs, also quasi Strumpfstricknadeln, ne, mit zwei Spitzen. Und ja, Candy sagt, ich habe nicht nur deine Nadeln, ich habe sogar mittlerweile drei Bücher von dir und bin mehr als begeistert. Ja, Schatz, jetzt donnert es hier gerade, wie verrückt. Ja, jetzt ist das Gewitter dann hier. So, nächste. Danke, liebe Candy. Danke, 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 danke. Sandra, ich habe eine Frage. Muss ich bei dem Musterblume des Lebens als Abschlusskante noch Maschen dazu nehmen? Das steht mit drin. Das steht auch mit drin in der Anleitung. Wenn du das bei der langen Jacke machst, hast du ja sowieso zugenommen. Dann machst du es nicht. Wenn du es bei der kurzen Jacke machst, ist da der Hinweis mit drin, auch mit durch wie viel das teilbar sein muss. Das habe ich hier auch im Livestream erzählt, beim letzten Livestream. Also wenn du das bei der kurzen Version machst, ne, und keine Maschen dazu nimmst, dann wird die ja an der Stelle, soll die ja auch so ein bisschen tailliert. Und wenn du die dazu nimmst, dann bleibt die komplett gerade. Barbara fragt, was ein Knitting Bag ist. Nein, kein Bag, keine Tasche, ein Belt, ein Gürtel. Den zeige ich euch. Carola sagt, ich habe den Knitting Belt zu Hause, da mir mit zwei Nadeln öfter die Finger einschlafen. Ist eine super Erfindung, das Ding. Ja. Ja, Blubberdiblob sagt, bin neidisch, will auch Gewitter. Bis jetzt hat es nur gedonnert, ne? Und das ist gerade sauschwül und den ganzen Tag war es echt kalt. Deswegen habe ich auch was Langärmeliges an, weil mir den ganzen Tag kalt war und jetzt ist es schwül. Anja sagt, bin ein bisschen spät und schön, dass es dir ein bisschen besser geht. Naja, ich schwanke immer noch zwischen Heulen und mittlerweile Grinsen, weil ja hier so ein kleiner Stimmungsaufheller rumrennt. Aber das, wie gesagt, erzähle ich euch in der Stunde danach. Krieg jetzt. Man könnte ja durchaus sagen, hier wird gelobhudelt. Die Unker würden jetzt wieder sagen, gelobhudelt, aber ich muss das vorlesen, weil es tut gerade echt gut. Melanie sagt, das finde ich auch, Sevis Anleitung sind die besten in Großbuchstaben und auch so super erklärt. Vielen lieben Dank. Ich danke euch. Isa ist immer noch an der Jacke Blume des Lebens dran, weil sie gerade keinen Kopf für Stricken hat. Kann ich super verstehen. Jess, willkommen als Crazy Fan. Danke. Ging mir genauso, ne? Linda sagt, ich bin neu da. Wie schaffe ich es, nicht so hart zu stricken? Ich habe schon viel ausprobiert, größere Nadeln, aber es wird immer zu fest. Ja, das kenne ich, das Problem. Das kenne ich, das kenne ich. Das Zauberwort heißt ja einfach mal locker lassen. Das ist ja natürlich, ne, wenn du das könntest, würdest du nicht so fest stricken. Es gibt aber, es gibt Möglichkeiten, die zeige ich dir gleich. Sandra sagt, ich wollte das Muster als Abschlusskante für ein Kleid nehmen. Aha, dann musst du unbedingt zunehmen. Ja, dann musst du so ungefähr jede fünfte Masche verdoppeln, damit sich das nicht zusammenzieht. Ja? So, beim großen A hat es noch ein Brioche-Buch auf Lager. Aha, danke für den Hinweis. Desi sagt, hat mir noch zwei Bücher von dir dazu bei und hab halt alle. Stricke nur noch nach deinen Anleitungen. Ich liebe sie einfach für mich als Anfänger am wundervollsten, wie du erklärst. Danke. Jetzt fange ich doch gleich an zu heulen. Erzähl euch mal ausnahmsweise was Persönliches. Also, ich hatte dieses Jahr so einen richtigen Hänger, so einen richtigen Hänger. Und ich kämpfe immer noch mit dem Hänger. Deswegen sind ja jetzt schon zwei Donnerschläge ausgefallen, weil es mir einfach nicht gut ging. Und weil es natürlich auch. Ja, also ich habe ja sehr, sehr wenig negative Kommentare, Gott sei Dank. Aber es gibt dann so ein paar, ne? Die paar wenigen, die hauen dann halt auch gleich richtig rein, weil die halt einfach auch so richtig unter der Gürtellinie sind. Also da war zum Beispiel eine, die schrieb, und genau das war irgendwie 2 Tage nachdem Werner gestorben ist, die schrieb dann, wo mir das Ganze sowieso schon schwer gefallen ist, die schrieb dann so, die hat sich einen Livestream angeguckt und sagte, wo bleibt die Anleitung? Ich höre mir 10 Minuten Blabla an und dann habe ich ihr gesagt, naja, das ist halt auch ein Livestream, da gibt es keine Anleitung. Und dann
sagte sie, naja, hättest du mal was Ordentliches gelernt, dann müsstest du kein YouTube machen. Daraufhin habe ich ihr gesagt, dass ich was Ordentliches gelernt habe und dass ich mich bewusst dafür entschieden habe. Und dann antwortete sie in der Kurzfassung, naja, so schlecht kannst du ja nicht gehen, so fett wie du bist und bereicherst dich an anderen und so weiter und so weiter und lederte da so richtig los. Ne? Also es gibt Sachen, die sind schon tatsächlich stark unter der Gürtellinie und wenn man dann gerade so ein bisschen sensibel ist, weil einem einfach der treueste Gefährte genommen wurde ist und das Leben gerade scheiße ist, dann haut das so richtig rein. Ne? Und von daher fiel es mir auch wirklich schwer, Videos zu machen. Da konnte ich mich auch gar nicht konzentrieren. Ich habe auch nicht gestrickt, weil ich mich aufs Stricken nicht konzentrieren konnte. Auch mir geht das mal so. Ja, deswegen tun eure Kommentare und eure lieben Sachen hier gerade. Oh, ihr habt mir so gefehlt, ne? Ihr habt mir so gefehlt, aber ich konnte trotzdem nicht, weil ich nicht die ganze Zeit heulend vor der Kamera sitzen wollte, ne? Marie sagt, Yo, Karma is a bitch. Ja, so sehe ich das auch. Ja, also von daher, ich danke euch. Ich danke euch, ich danke euch. Das tut gerade richtig, richtig gut. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank. Ich zeige euch mal den Knitting Belt. Ich hole den mal kurz. Das können wir gerne als Thema für nächste Woche machen. Das mit dem Knitting Belt, dann zeige ich euch das Ganze in Ruhe und dann bereite ich da auch was vor. Das ist ein Knitting Belt. Ja, also traditionell, das ist hier ein original irischer. Traditionell ist der aus Leder mit Gürtel dran, ne? Und hat hier so ganz viele Löcherchen drin. Und hier drin ist der mit Rosshaar gefüllt. So, und dann kann man hier seine Nadeln reinstecken. Zack. Und man hat, ne, also dadurch, dass er gefüllt ist, kann man die in jedem Winkel reinstecken, den man will. Und damit man immer den richtigen Winkel trifft, gibt es halt hier mehrere Löcher. So, und den schnallt man sich halt hier, ne, in die Hüfte. So. Und dann strickt man damit los. Wie das Stricken damit funktioniert, ne, wie das Ding so insgesamt funktioniert, zeige ich euch gerne. Wenn ihr mögt, können wir das nächste Woche als Thema für die Live-Sendung machen, dann bereite ich das vor. Ich habe halt auch lange Nadeln dafür, ich habe halt auch Sockennadeln dafür. Und dann stricke ich euch das da was an und dann zeige ich euch das, wie man in Reihen und wie man in Runden strickt. Ja, das mache ich sehr gerne. Conny sagt, das ist kein Gelobhudeln, das ist einfach die Wahrheit. Oh. Ich habe sonst nur Socken oder Schals gestrickt, jetzt traue ich mich an Pullover ran. Ach ja. Ach, ihr seid so süß. Ihr seid so süß. Ich lese hier so viele wunderbare Kommentare, ne? So. Manche haben keine Anziehung genommen. Ja, definitiv. Hallo David! Schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich sehe. So. So, also, jetzt muss ich mal jetzt hier nachlesen im Chat, ne? Martina sagt, stricke nur noch nach deinen Anleitungen, es kommen auch wieder neue. Brigitte sagt, ich stricke schon seit der Schulzeit und bin jetzt 70, habe hier so viel dazugelernt. Das ist mein Nachbar. Jo. Ja, mach das, ich bin nämlich gerade im Live. Danke dir. Ciao. Ja, ciao. ja, ich soll ein bisschen die Ferienbetreuung für die Wohnung von meinem Nachbarn machen. Deswegen hat er sich noch gemeldet. So, ja. Claudia sagt, sieht gefährlich aus.
Ist gar nicht. Und es ist wirklich eine Erleichterung, ne? Also auch wer gerade hier so Probleme mit dem Nacken hat und so, ist der Knitting Belt ist eine super Sache. Kann ich wirklich empfehlen. Machen wir gerne. Conny sagt, Sevi, ich bemerke immer wieder sofort bei anderen Anleitungen, wie sehr du uns verwöhnst. So ins kleinste Detail geht keiner. Danke. Susanne sagt, ich kann das nachempfinden. Ich habe zwei schwere Zeiten. Ich war fast tot. Das ja, ist einfach. Ja. So, ihr sagt zu dem Knitting Belt, also alle sehr gerne. Dann machen wir das nächste Woche. Sisi, ach Sevi, du hast, glaube ich, so vielen von uns durch so manche trübe Stunden geholfen und so viel du für uns da bist, sollten wir doch eigentlich auch mal für dich da sein. Jetzt fange ich schon. Geht schon los, ne? Hallo Petra, schön dich zu sehen. Jess, ich zeige euch das mit dem. Ich zeige euch das mit dem Knitting Belt, das machen wir einfach nächste Woche. Also, ich kann euch leider nicht sagen, wo es die in Deutschland gibt. Also, meiner war vor Jahren das Geburtstagsgeschenk von einer Freundin. Und ja, von daher, der ist, also das hier ist auf jeden Fall ein original irischer. Ich weiß halt nicht, ob es in Deutschland jetzt welche gibt, die da original sind. Im Zweifel kann man sich da, würde ich sagen, auch erstmal was basteln. Das Rosshaar, was hier drin ist, ist natürlich sehr stabil und hält halt auch extrem lange, ne? Also von daher, das ist schon was anderes, als wenn man das Ding mit Füllwatte füllt, ne? Und das Leder macht es halt auch stabil. Also insofern, zum Ausprobieren kann man sich da bestimmt auch mit was Gebasteltem behelfen. Aber wer da gefallen hat und für wen das eine Erleichterung ist, dem würde ich das durchaus dann auch ans Herz legen. Das zeige ich euch alles wirklich. Das zeige ich euch alles wirklich ganz in Ruhe nächste Woche. Da machen wir eine ausführliche Stunde nur zum Knitting Belt und wie man damit strickt und was man damit macht und so weiter. Sandra sagt, du weißt doch, du bist meine Strickmentorin, denn ich habe so viel dazugelernt, wie noch bei keinem anderen. Ich liebe deine Anleitung, trotz LRS super zu verstehen. Das mit dem Lockerstricken wollte ich noch zeigen, das mache ich. Conny sagt, woran ich immer noch denke, ist die lange Nacht des Strickens. Ich saß die ganze Nacht am Tablet. Ja. Die war gut, ne? Sevi sagt, ich bin seit 6 Jahren ein Crazy Wollaholiker und vorher habe ich nur schlichte Socken gestrickt. Jetzt kann ich alles von Socken bis zum Pulli. Ja. Daniela sagt, Tränen sind Drainage für die Seele. Ja, ich hatte gerade die letzten Wochen sehr viel Drainage, ne? So, Christine sagt, liebe Silvi, ich stricke deinen Cardigan The Joker. Einfach toll, die Anleitung. Klappt alles super, sei lieb gegrüßt. Ah, der aus dem Knitter. Ja. Carola sagt, man kann die Knitting Belts über Etsy bestellen. Sehr gut. Dann bereite uns für nächste Woche mal einen Link vor, dann haben wir da was, ne? Silvia sagt, liebes Kopfhoren, lass dich nicht untermuttern. Du bist einfach die Beste. Danke, liebe Silvia. Nadisa hat auch mal wieder einen Grund, neue Stricknadeln zu kaufen, wenn das mit dem Gürtel cool ist. Ja, definitiv. Also ich mag es auch gerade, wenn man eingeschränkt ist, ne? Und ich hatte ja hier durch die Hand und durch den Biss, war ich auch so ein bisschen eingeschränkt. Da habe ich den vorgeholt und denke so, warum hast du das nicht schon früher einfach exzessiver genutzt? Ne? Ja. Beatrice sagt, wenn ich auf eine Frage zwei Antworten finde, dann gehe ich immer nach Silvis Anleitung. Bin immer gut gefahren. Dankeschön. Willkommen als Unterstützer, liebe Steffi. Carola sagt, die werden original handgefertigt, kostet etwas, aber ist das Geld wert und bekommt man aus England. Ja, genau. So. Piluga, moin, bin zum ersten Mal dabei. Deine Anleitungen sind wirklich prima und machen tatsächlich Lust auf mehr. Danke, danke, danke. So, jetzt wollen wir noch was zum Lockerstricken sagen. Das mache ich natürlich. So. Ich schnappe mir mal eine Nadel und passende Wolle. Dann schalten wir gleich um. Dann brauche ich noch eine zweite Nadel dazu. Wo ist meine Nadel jetzt hin? Hallo, kleine Nadel. Hier. Ich habe doch alles schön vorbereitet. Ach nee, das war jetzt nicht so clever. Das ist ja nicht die Nadel, das ist nur das Seil. Ja, Sekunde. Kann sich nur. Machen wir anders.
Bianca sagt, ich warte schon ganz ungeduldig, bis die Unicorn-Klicks kommen. Ja, die sind auch bald, hoffentlich bald da. So, jetzt greifen wir mal hier rein. So. So, jetzt brauchen wir mal hier eine Nadel. So, und ein Seil. Ah, nein, jetzt brauchen wir jetzt einen. Mords mal schon sagt, liebe Silvi, im Januar ging es mir so schlecht, meine Hündin war plötzlich erblindet. Wir beschrieben damals auf Insta und du hast mir mit deinen Erfahrungen so viel Mut gemacht. Danke. Das mache ich sehr, sehr gerne. Conny sagt, das sehe ich erst jetzt. Ach so, ich habe. Ja, ich hab einen Stift hier drin. Sissy sagt, apropos Nitter, rechnet man den Garnverbrauch auch so auf die Größen hoch wie im Buch? Denn leider geht im Nitter die Größentabelle nur bis Größe 50. Ja, definitiv. Das ist der Ali. So, liebe Silvi, in der Facebook-Gruppe gab es eine Frage zu Sockblanks. Was sind Sockblanks? Ich habe keinen, das zeige ich euch gerne nächste Woche. Ich habe einen Sockblank hier, der ist natürlich schön im Garnschrank, da wo er hingehört. Das zeige, also wenn das für dich in Ordnung ist, zeige ich euch das nächste Woche. Im Grunde genommen sind das Strickschläuche, ja, die hat man auf der Maschine quasi gekurbelt. Und dann als Schlauch gefärbt. Und die könnt ihr jetzt, ne, also damit kriegt ihr am meisten, also es gibt bei Sockblanks so, dass zwei Fäden, ne, zusammen verkurbelt wurden. Das heißt, ihr könnt dort zwei exakt gleiche Socken draus stricken, weil die schon getrennt sind. Das ist super. Und entweder wickelt ihr die vor dem, also vor dem Stricken, könnt ihr die wickeln und einmal waschen und trocknen. Oder ihr strickt sie gleich aus dem Blank raus, dann kann man auch zwei Socken gleichzeitig stricken. Das geht. Das zeige ich euch. Das zeige ich euch nächste Woche. Den Sockblank, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, den habe ich jetzt natürlich nicht vor der Nase. So, und zwar. Ist die Wolle schmutzig. Hüps. So, hier liegt mein Handy. Das brauchen wir nicht. So, wie stricke ich locker? So. Erstmal hat sich hier mein Knäuel zerbröselt. Da war der Willi dran. So. Andrea sagt nicht zwingend als Schlauch, auch als Deckchen und oder doppelt gestrickt. Aha, als Deckchen kenne ich die tatsächlich nicht. Ich kenne die nur als Schlauch. Tatsächlich. Aber gut. Danke, Andrea, für die Aufklärung. Als Deckchen hast du so Sockblanks? Und dann können wir ja auch direkt zu dir verlinken. Dann kann die Silvi einen Link zu dem Sockblank machen. Janette ist da. Schön, dass du da bist. Wir wechseln gleich in die Stunde danach. Aber ich zeige euch vorher so ein paar Sachen zum Lockerstricken. Ne? Also erstmal muss ich natürlich, wenn ich locker stricken will, mir so ein paar Maschen anschlagen. Damit ich dir das zeigen kann. So größere Nadeln und so weiter hast du schon probiert. Ein Tipp, den ich dir gerne. Andrea, hast du noch ein Bild von den Sockblanks? Dann vielleicht hast du ein Bild in deiner Gruppe oder ein Bild, was man verlinken kann. Dann können wir das ja schon mal zeigen. So, also ich schlage die Maschen an. Ein Tipp, den ich dir geben kann, denn viele stricken mit runden Nadeln durchaus fester, wenn die Nadeln eckig sind. Also hier, ne, es haben nicht so viele Hersteller eckige Nadeln. Adi hat, ne, die Adi Novell, die sind eckig. Und die haben nicht so scharfe Kanten. Nitpro hat auch eckige, diese haben aber schärfere Kanten. Also ich mag, ne, ich mag hier die. Die haben halt auch noch diese Nöppelchen. Und die massieren so ein bisschen die Finger und sorgen dafür, dass man das Ganze lockerer hält. So. Und dann machst du mit Sicherheit hier den und wickelst dir den Faden ein paar Mal um den Finger. Das heißt schon, dass hier um den Finger ordentlich viel Spannung ist. Und da, wo viel Spannung ist, ne? Also ich bin ja da, wo viel Spannung ist, ne, passiert ja Folgendes. So, man zieht die Masche durch und dann ziehst du hier an, weil du diesen Finger steif hältst ohne Ende.
Und dadurch strickst du natürlich brutal fest. So, fangen wir an mit, wir lassen mal locker. Ich lege mir den Faden hier immer um meinen kleinen Finger rum und dann halte ich hier die Spannung. Ne? Wenn ich hier auflasse, kann ich ziehen. Wenn ich hier abklemme, dann läuft das, ne? Dann hält das. Das heißt, hier sieht das Ganze so aus und ich habe den Faden tatsächlich nur über den Finger liegen. Da. Und dann kannst du jetzt hier losstricken und dann läuft der einfach durch. Und dann musst du den Finger auch gar nicht steif machen, ne? Je steifer du den Finger machst, desto strammer wird der Faden wieder. Das heißt, wir lassen diesen Finger hier ganz locker und je näher dieser Finger hier dran kommt, umso lockerer strickst du übrigens. Ja? Viele Russen stricken so, die haben halt den Finger hier ganz vorne dran. Das kann ich zum Beispiel nicht, das müsste ich halt tatsächlich üben, aber ja, ihr seht, ich habe den Faden nur hier drauf und es gibt ja jetzt auch was Neues aus der Crazy Welt. Das zeige ich euch auch nächste Woche, ne? Den Crazy Ring. Der macht dieses Problem halt auch weniger, weil der führt euren Faden für euch selber. So, siehst du? Ich habe den Faden also wirklich nur locker hier liegen und ich reguliere die Fadenspannung mit dem kleinen Finger. Susanne schreibt, können die Linkshänder mir mal bitte schreiben? Also die Linkshänder machen es ja letztlich andersrum, ne? Also du hast ja als Linkshänder zwei Möglichkeiten. Ich habe es jetzt natürlich den Faden. Nee, warte mal, das ist so rum. Manche Linkshänder stricken genauso und manche stricken es halt genau andersrum. Ne, die stricken dann hier so rum. Das kann ich euch auch mal zeigen. So, Sevi Waligorski hat euch den Link zu Andrea gegeben. Desi sagt, bei mir ist gerade umgekehrt, stricke zu locker und verkrampfe dadurch öfter. Aber wenn du locker strickst, kannst du ja eigentlich nicht verkrampfen. Weil wer locker ist, kann ja nicht verkrampfen. Wenn du locker bist, kriegst du ja keine Krämpfe. Wenn du locker bist, kriegst du keine Krämpfe. Die Krämpfe kriegst du ja nur, wenn du deine Finger steif machst. Vielleicht strickst du locker und machst die Finger trotzdem steif, ne? Dann ist tatsächlich diese ganze Chose mit dem Knitting Belt, was ich euch nächste Woche zeige, das ist vielleicht eine Sache, die du dir dann mal anschauen kannst, weil da hat man noch so ein bisschen eine andere Haltung, ne? So, Marion fragt, was muss ich bei der Strickschrift F in Reihe 15 nach dem grauen Kästchen nach dem grauen Kasten und der linken Masche stricken? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich jetzt die Strickschrift nicht vor der Nase habe, aber da ist doch das, wenn da nach dem grauen Kästchen ist doch auch nach dem grauen Kästchen ist entweder wieder eine Masche gezeichnet. Wenn dann eine Masche wieder gezeichnet ist, dann strickst du natürlich die Masche, die gezeichnet ist. Und wenn die Strickschrift damit aufhört, na, dann strickst du dazwischen, strickst du ja immer glatt rechts. So. Karin sagt, endlich Feierabend, liebe Grüße aus der Schweiz, kurz vor Schluss, genießt das Wochenende. Schau dann nochmal alles nach vorne, schön dich wiederzusehen. Schön dich auch zu sehen. So, ja, Andrea hat ein ganz tolles Sockblanks. Dass es die als Lappen gibt, das wusste ich nicht. Ne? So, gut. Antje sagt, ich habe meinen Laptop rausgeholt, um besser sehen zu können, was man macht. YouTube kann man übrigens auch über den Fernseher streamen, ne? Und wenn man einen großen Fernseher hat, sieht man das noch besser, ne? Die wurde in der Legende aktualisiert. Ah. Aha. Ist das nicht da, eine Abnahme dann? Sind da nicht die Abnahmen drin? Da sind doch keine Zunahmen, da sind Abnahmen. So. Aha, Andrea hat mir ein Foto geschickt. Also hier ist ein ungefärbter Sockblank. So sieht er aus. Ist halt so ein. Mel hat mir auch ein Foto geschickt. Sehr gut.
Mel hat bestimmt Mel hat eins. So sieht das aus, ne? Von dem Schläuchlein. So. Und dann auch, wie die Socken daraus aussehen. Viele färben auf diese Art und Weise Verläufe, ne? So. Danke, liebe Mel. Super. Katharina schickt mir ein YouTube-Video. Susanne, ah ja. So. Habt ihr noch Fragen? Wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt, würde ich nämlich in die Stunde danach mit allen crazy Fans wechseln. Und dann gibt es die Geschichte von Klaus Willi. Aha. Silvia sagt, in Strickschrift F ist der Keil, somit die. Ah, okay, du hast das halt gut, dass du nachgeschaut hast. Ich habe das jetzt nämlich gerade nicht auf dem Schirm. Ja, danke, liebe Silvia. Danke, 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 danke. Petra sagt, super, danke, man lernt immer noch was dazu. Sehr gerne, dafür machen wir das ja hier. Also, wenn jetzt keine Fragen sind, ne, dann wechsle ich jetzt in die Stunde danach mit den Kanalmitgliedern. Und ihr, ne, also wir sehen uns hier nächsten Freitag um 19 Uhr wieder. Und dann gibt es die Story vom Knitting Belt und die ganzen Sachen, wie man mit dem Knitting Belt umgeht. Oh. Matthias sagt, Fragen aus Facebook. Aha, da waren, also Facebook hat mir vorhin keine angezeigt, aber natürlich, natürlich gucke ich da, wenn jetzt doch welche sind, dann schaue ich da natürlich rein. So, Moment. Manchmal ist ja Facebook auch so ein bisschen emotionsflexibel und sagt, und sagt mir, da gibt es nichts. Obwohl es dann doch was gibt. So. Haha. Okay. Fünf. Fünf. Selbstverständlich. So, Faustina. Ich würde gerne wissen, welchen Rand wahrscheinlich man am besten strickt oder häkelt, wenn man einen Reißverschluss einnähen will. Das ist total egal. Das ist total egal. Wenn du einen Reißverschluss einnähen willst, sind an dieser Stelle die Randmaschen egal. Da kannst du einen Nahtrand machen, da kannst du einen Kettrand machen, da kannst du ein Knötchenrand machen, da kannst du halt auch einen Eicordrand machen. Das ist total egal. Ich würde halt immer eine kleine Blende machen, um einen Reißverschluss einzunähen. Aber ja. So. So. Dann haben wir Susanne. Ich komme bei der kurzen gelben Jacke mit dem Bündchen ohne Taillierung nicht weiter. Ich stricke nach G. Wo nehme ich die Zusatzmaschen auf? Ich habe ja jetzt vor Beginn. Du nimmst die Zusatzmaschen. Das hatte ich euch mit in dem letzten Livestream erklärt. Du nimmst die Zusatzmaschen ja immer. Das steht auch mit in der Anleitung drin. Die Zusatzmaschen nimmst du nicht irgendwo vorher auf, sondern du machst statt der X-Masche eine RTZ-Masche. Damit hast du deine Zunahme gemacht und bist gleich im Muster. Und diese Zunahme sieht man gar nicht. Irmi fragt, was sollte man beim Stricken von Sockblanks beachten? Stricken von Sockblanks, die kann man, wie gesagt, einfach so wegstricken. Dann wäscht man die Socken hinterher, dann werden die auch wieder glatt. Wer möchte, kann die halt auch vorher wickeln, also zum Strang wickeln, waschen und die Wolle glatt machen oder eben um eine Flasche wickeln, ne? Das hatten wir auch schon. Dann ist die glatt, aber muss man gar nicht. Kann man einfach wegstricken. So, Carmen, hallo Silvi, ich wüsste gerne, wie ich die Zunahmen machen muss, wenn ich den Easy Sweater machen möchte im Patent. Der erste Versuch ist schiefgelaufen. Das ist,
im Patent, ne? Im Patent nehmt ihr ja immer mustergemäß dazu. Das heißt, ihr nehmt ja nicht nur eine Masche zu, sondern zwei Maschen. Und wenn ihr zwei Maschen zunehmt, müsst ihr also halb so oft zunehmen. Das heißt, wenn ihr sonst an 8 Stellen zunehmt, in jeder vierten Reihe, dann nehmt ihr auch an 8 Stellen zu, aber nur in jeder achten Reihe. Ja, also von daher, du musst halt, dadurch, dass du die Zunahmen verdoppelt, musst du den Abstand auch verdoppeln. Elle kann nun schreiben. Sehr schön. Und meiner sagt, liebe Silvi, wann kommt der gehäkelte Chapulero? Der kommt, sobald ich das geschafft habe. Da kann ich jetzt noch kein Zeitfenster sagen. PS, ich wollte zwar eine Frage stellen, habe dann aber erstmal bei dir im YouTube-Kanal geschaut und schwupps, so war die Frage schon beantwortet. Das freut mich natürlich. So, das sind die Facebook-Fragen. Dann haben wir die auch beantwortet. So, nächste Woche Knitting Belt. Ne? Nächste Woche machen wir Knitting Belt. Dann erkläre ich euch das und zeige euch das und was da Sinn macht und was ihr da alles braucht und was ihr eventuell nicht braucht. Alle Kanalmitglieder der Crazy Fans sehe ich jetzt gleich im Anschluss in der Stunde danach. Ich danke euch aus wirklich, 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 wirklich tiefstem Herzen, dass ihr da seid. Ich bin super froh, dass ich euch habe und ich bin auch super froh über die Livestreams und ich bin super froh über den Austausch von euch, mit euch. Also, danke. Und ich freue mich, dass ich euch das Strickleben und das Häkelleben ein bisschen bereichern kann. Es wird demnächst auch mehr Nähen kommen. Das kann ich schon mal ansagen. Ne? Ich habe jetzt halt auch so diverse Sachen zwischendurch genäht. Während ich nicht gestrickt habe, habe ich dann ein bisschen genäht. Und das heißt, da könnt ihr euch auch auf ein paar Sachen freuen. Die muss ich natürlich alle noch abfilmen. Aber ja, so. Ich hoffe, ich konnte euch eure Fragen soweit beantworten. Die nächste Fragerunde fragt die Silvi, gibt es wieder, kann ich euch sagen, am 4. August gibt es wieder die nächste, fragt die Silvi. Also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne darstellen. So, ich wünsche euch allen einen schönen, schönen Abend. Alle Kanalmitglieder sehe ich gleich und alle anderen sehe ich nächste Woche hier damit. Do sagt, bin gerade das Tuch Sommerstern am Häkeln. Bei mir ist gerade aufgefallen, habe 2 Reihen Grundmuster mehr wie angegeben. Ach, wurscht. Ist total wurscht. Wird nur ein bisschen größer. Alles gut, ist total wurscht. So. Tschüss, ihr Lieben, bis nächste Woche und allen Mitgliedern. Bis gleich.